Halt, Arschloch! Oh, Scheiße! Überraschung! Du Verräter, Dreckschwein! Das hier in Paulys Haus gesucht? Sam, was ist hier los? Ich dachte, wir treffen uns allein. Die Situation hat sich geändert, Tom. Du verdammtes Stück Scheiße. Ich musste entscheiden, auf welcher Seite ich stehe. Sorry, aber deine Seite wäre glatter Selbstmord. Mit Mord kann ich allerdings leben. Du hast Polly umgebracht? Nun, ich war mehr ein Vollstrecker. Das gleiche wie in deinem Fall. Das hätte ich niemals von dir gedacht, Sam. Naja, ich hab gute Laune. Meine Aktien steigen. Und ich habe eine Tasche voller Geld gefunden. Deine Partner zu töten ist also nur ein Riesenspaß? Vielleicht sollte ich es mal probieren. Es ist nicht schlecht. Aber dir fehlt es an Gelegenheit. Es ist niemals zu spät, damit anzufangen. Schätze, so etwas wie Ehre hast du nicht mehr. Ehre hat keine Bedeutung. Das ist das Geschäft. Und du hast die ungeschriebenen Regeln einmal zu oft gebrochen, Tom. Eigentlich sollte es mir leid tun, aber Geschäft ist Geschäft. Ich wusste nicht, dass ich der Grund für die Probleme der Familie war. Wirklich? Du hast gemacht, was du wolltest, Tom. Du hast Frank nicht getötet. Du hast diese Hure entkommen lassen und das mit der Bank. Du kannst nicht tun, was du für richtig hältst, weil du keine Ahnung hast. Du kapierst nicht, was deine Handlungen bewirken. Der Don ist der Denker. Du warst niemals ein großer Denker. Deshalb brauchst du ihn. Das gilt nicht für mich. Ich kann selbst denken. Don Salieri meint, dass er nicht wegen deiner lächerlichen Gefühle in den Knast gehen wird. Und da stimme ich mit ihm vollkommen überein. Don Salieri mochte dich wirklich, Tom. Und ich mochte dich auch. Wir weinen gemeinsam auf deiner Beerdigung. Du armes Schwein, Sam. Du tust mir echt leid. Dafür bin ich am Leben. Schade, dass du das Geld nicht ausgeben kannst. Aber keine Sorge. Wir geben Sarah ein wenig davon. Du weißt ja, alleinstehende Mütter haben es heutzutage schwer. Der Don kümmert sich um sie. Er ist nicht so ein Monster, wie du glaubst. Adieu, Tom. Nett, dich gekannt zu haben. Macht eure Sache gründlich, Jungs. Und bitte, lasst ihn nicht so lange leiden. Er ist mein Kumpel. Du verdammtes Schwein. Sam, so, kurze Pause. Sam ist so ein verdammtes Schwein. Dieser alte Verräter, dieses blöde Schwein. Ich kann es ja verstehen, dass er auf der Seite des Dons bleibt, aber uns hier vorzuheucheln, uns zu helfen, das ist ja echt das Mieseste überhaupt. Und das Traurige ist, dass mit der Beerdigung, dass sie darauf weinen werden, es war ja wirklich so. Die Kerle haben sich über den Haufen geschossen und danach haben sie auf der Beerdigung desjenigen, den sie gerade noch umgelegt haben, geweint. Ja, tja, fragt sich, wie viel Bedeutung Ehre wirklich hat. Jetzt macht die Bastarde fertig. Wieso habe ich denn die Waffe draußen? Hatte ich nicht gerade noch eine... Wo ist denn mein Gewehr? Ach, hier. Ach, das ist aber schön. So, dann nehmen wir das mal wieder. Dann wollen wir mal mit der Pumpgun anfangen hier. So, das war's zu denen. Das wird jetzt eine ganz heiße Kiste, Leute. Hier springen nämlich wirklich viele Feinde rum. So, ich wechsle aber mal. Scheiße. Mist, ich fange nochmal neu an, Leute. Ich kann nicht hier schon mein halbes Leben verlieren. Da steht's auch. Großes Finale. So, wir machen die Bastarde fertig. Das muss besser laufen. Das war jetzt ganz übel gerade. Oh, scheiße. Das wollte ich gar nicht. Kommt denn einer von denen? Gerade eben kam doch auch einer. Hallo? Ja, nee, nicht du. Hallo? Schieß noch ein bisschen. Ich komme vorbei, wenn du nachladen musst. Jetzt zum Beispiel. Oh, scheiße. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ich bin begeistert. Ich hätte der Pumpgun gar nicht so viel Effektivität zugetraut. So, da oben ist noch einer.
Genau, und der kommt jetzt. Alles klar. So, komm rum, Typ. Okay, mit 95 kann ich leben, wollte ich sagen. Puh, also wie gesagt, mit 95 kann ich leben. Ach Gott. Das Schlimme ist, man kann nie zwischenspeichern. Man muss ja alles durchziehen in einem Rutsch. Oh Gott, das wird so super. So, da ist auch noch einer. Ich hoffe, ansonsten ist hier keiner mehr. Sehr gut. Da ist sonst keiner mehr? Gut, 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 gut. Da oben. Da oben, du Sau. Ich hab dich gesehen. Ich hoffe, das ist der Einzige. So, da sehe ich keinen gerade. Boah, du Mistschwein. Der hat auch eine Pumpgun. Scheiße. Komm, schieß weiter. Das ist gut so. Wenn er noch ein bisschen schießt, dann kann ich seinen Nachladen ausnutzen. Vier hat er weg, vier bleiben. Komm, schieß. Trau dich. Ach, Mann. Okay. Zwei. Scheiße. Warum machst du auch diesen blöden Hüpfer da? Mann. So eine Scheiße. Ach, du dummer Idiot, Tom. Das ist wirklich... Mal kurz zur Erklärung. Wenn ich mich zur Seite bewege und auszusehen doppelt drücke, dann macht er diese komische Rolle. Und in die bin ich gerade geraten, ohne es zu wollen. Mann, 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 Mann. So ein Mist. So, und ich glaube, hier vorne kommen wir dann wirklich besser, wenn wir die Thompson nehmen. Weil jetzt größere Entfernungen angesagt sind. So, hier ist keiner. Puh, 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 puh. Ich trau mich ja gar nicht. Keiner, okay. Da ist noch einer. Arschloch. Ach gut, hat schon gereicht. Das ist ja spitze. So, die ganze Munition, auf die können wir... Wow! Auf die Muni können wir scheißen, wollte ich sagen, weil wir ja genug haben. Von die Thompson, von dem würde ich aber schon einsammeln wollen. Allerdings müssen wir erstmal irgendwie dorthin kommen. Scheiße. Oh Mann, Typ! Oh shit. Drei Leute. Ich hätte gerne eine Handgranate, das wäre sehr geil. Ja, du sollst die... Ich wollte gerade sagen, du sollst die Thompson nehmen, aber... Oh. Was? Aber uns kann keiner treffen hier, oder? Na? Sehr gut. Nummer Uno ist down. Ja, ja, ja. Okay. Na, das lief doch wie geschmiert. Nachladen. So. Ja, wenn es so läuft, ist es auch kein Problem. Also dann kriegen wir das auch hin. Das Problem ist, es bleibt nicht so. Fuck. Ah, es hat noch gereicht. Wir haben bloß einen Lebenspunkt verloren. Wir haben nur einen Lebenspunkt verloren. Das ist in Ordnung so. Du Arsch. Du Arschloch. Immer noch einer. Komm nochmal runter. Trau dich. Gut, 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 gut. Der Typ mit der Thompson ist aber immer noch drüben, oder? War das der, der uns angegriffen hatte? Ich schau mal lieber nach. Nicht, dass der uns dann noch in den Rücken fällt.
Nee, das war der, okay. Alles klar. Puh. So, erstes Stück geschafft. Das Blöde ist, es kommt noch ein ganzes Stück. Oh Mann, ich hasse es. Ich kann auch gar nicht so viel reden, weil ich mich konzentrieren muss. Aber ist schön hier, oder? Ist doch schön. Und jetzt zerballern wir alles. So ein Ärger aber auch. Ich sehe gar niemanden. Ist da nicht mal jemand? Ach, okay. Speichern. Die Jungs haben dich offenbar unterschätzt, Tom. Naja, hoffentlich haben sie dieses Mal mehr Glück. Jungs, passt auf, dass ihr nichts kaputt macht. Hier stehen jede Menge schöne, teure Sachen herum. Du großkotziges Arschloch. Hat es denn jetzt gespeichert? Ich glaube nicht, oder? Moment mal kurz. Ich muss mal kurz gucken. Ich will jetzt nicht hier drücken. Nee, hat nicht gespeichert. Na super. So, ich hoffe ja mal, dass irgendjemand hier runterkommt. Das käme mir sehr gelegen. Mach doch nicht so einen Krach, Mensch, Junge. Scheiße. Okay. Ah, jetzt kommt was. Jetzt kommt einer wie ein Berserker angerannt hier. Alles klar. So, haben wir schon mal neue Muni, das ist gut. So, jetzt können wir vielleicht sogar mal probieren, mit dem Colt hier anzugreifen. Ja, das hat gut funktioniert. Ist besser als die Thompson zu nehmen, weil wir damit nicht so verziehen. Und auf der anderen Seite, ja, nimm mal die Pumpgun wieder. Nein, du sollst auf die Thompson wechseln. Sehr gut. Und auf der anderen Seite, wäre es auch sinnlos, mit der Pumpgun zu schießen. Manchmal ist so eine Handfeuerwaffe tatsächlich das Nützlichste. Ah, scheiße, scheiße, scheiße. Von wo kam das denn jetzt? Mist, 35 Lebenspunkte, so eine Kacke. Vor allen Dingen, dass er da noch ewig braucht und sich an den Hinterkopf greifen muss. Ist auch nervig wie Sau. Wo ist denn da einer? Ich sehe gar keinen. Etwa das Schwarze dort? Mal probieren. Ah, ich krieg's gar nicht hin hier. Nee, es scheint nichts zu sein. Ich glaube, ich schieße auf Hirngespinste. Wo seid ihr, ihr Arschlöcher? Scheiße, scheiße, scheiße. Ich sehe niemanden. Kommt das von dort? Nee. Hä? Wo ist denn da jemand? Ach da! Du Arsch! So, der ist weg und einer steht noch. Fuck, wie steht denn der? Ist der in der Wand? Ach nee, dahinter. Ah, alles klar. Shit, ich habe nur noch 8 Kugeln. Das wird etwas complicated. Wir können aber auf die Pumpgun wechseln, das wäre vielleicht das Schlauste. Oh Gott, wenn ich das verkacke, dann haben wir kein Leben mehr. Ah, sehr gut. Erstmal runterrennen und wieder die neue Thompson-Munition holen. Ich lade mal nach. So. Thompson mitnehmen, jawohl. Wie jetzt? Ach. Ach, Junge, du hast jetzt... Oh, Idiot. Ich hab doch gerade nachgeladen. Das hättest du doch drin lassen können. Naja, was soll's. Aha, jetzt. Alles klar. Boah, Mann, Alter. Keine Munition mehr. Jag mir doch nicht so einen Schrecken rein. Wie jetzt? Du sagst keine Munition mehr und schießt? Was bist du denn für einer? So, du bist weg. Noch einer. So, gehen wir mal hoch.
Scheiße, da ist schon der nächste. Ach, Mann. Oh, fuck. Was habe ich eigentlich in meinem letzten Leben falsch gemacht, dass ich mir so einen Mist antun muss hier? Oh. Kommt der? Der kommt. Du Arsch. Jetzt geht er wieder. So. Wenn er mir schon so schön den Rücken zudreht, mich so einlädt, dann nehme ich das doch gerne an. So, hier war noch einer, ne? Ja. Ach, der dreht sich gerade wieder. Na komm, dreh dich nochmal weg. Ja, ja, ja. Sehr gut. Okay. Hier haben wir aufgeräumt. Oh, Mensch. Gibt's denn hier nicht mal irgendwo einen Erste-Hilfe-Kasten oder so? Ich wäre euch sehr dankbar dafür. Hier ist zu. Muss man mal mit gucken, dass mir nicht plötzlich einer in den Rücken fällt. Das wäre sehr ungeil. Oh Gott. Ich kann mich daran erinnern, dass ich diese Mission gehasst habe, weil sie halt einfach unglaublich gemein war. Weil sie halt ewig angedauert hat und dann... Ja. Hat halt ewig angedauert und so. Und man kann halt nicht speichern, ne? Eine sehr unangenehme Eigenschaft dieses Spiels. So, ich lasse die Thompson erstmal liegen dort. Ja, du Arsch. Bleibst ja einfach stehen und machst nichts während der ganzen Zeit. Ist klar. Was mache ich mit dir, ist die Frage. So, erstmal hier rüber. Um die Ecke gelinst. Komm, dreh dich weg. Dreh dich weg, mein Freund. So wie sich alle weggedreht haben. Dreh dich weiter weg. Scheiße. Ich glaube, der dreht sich nicht weg. Oder? Ach, das war schon sein Wegdrehen. Ah ja, ist klar. Genau. Na komm, was ist das? Gut. So weit in Ordnung. So, Etage sauber. Jetzt lade ich aber mal nach und nehme mir hier die Muni. Ja, Thompson. Danke sehr. Irgendwo muss es doch hier was geben. Ach, hier oben hat er gesessen vorhin, die Drecksau. Okay. Huch, Frame-Einbruch. Hatten wir schon lange nicht mehr. Seit ich mit dem Lüfter spiele, eigentlich nicht mehr. Moment, ich muss mal kurz hier schauen. So, dass ich mir den Laptop ein bisschen anders setze. Ja, es steigt auch gar nicht mehr. Wir sind momentan bei 21 Frames. Ansonsten hatte ich jetzt immer so durchschnittlich 40 ungefähr. Und ansonsten muss ich halt mal eine Pause machen. Das wäre natürlich auch eine Möglichkeit. So, der hat auch noch Muni für die Shotgun. Alles klar. Und wenn ich mich recht entsinne, kommt hier gleich was Unangenehmes. Ha, Heilkasten. Ja, ich wusste es. Ihr Arschlöcher. Ich hab mich recht entsonnen. Ihr seid so gemein. So fies, so böse, so Mafia-mäßig. So, jetzt aber heilen. Huh, 79 Lebenspunkte, das sieht schon besser aus. So. Arschloch, 77 Lebenspunkte. Ja, bleib doch mal stehen, ich hol mich dir, hol dich mir. Ach, Mann. Gerade erst aufgewertet wieder die Lebenspunkte und schon war es das wieder. Moment, ich mach das mal hier mit der kleinen. Warte mal! Na? Schön! Geht doch. Wieso die Pumpgun eigentlich? Ich will doch... Ja. Genau so. So, tut mir leid, wenn das jetzt alles etwas länger dauert und etwas ruhiger ist, aber ich muss ja einfach mal auch strategisch vorgehen. Gut, hier ist bloß der eine. Alles klar. Weiter geht's im Text. Scheiße.
Ist hier überhaupt was? Ist doch alles... Ja, Tür öffnen bitte. Geht nicht. Okay. Ja, sehr interessantes Bild. Genau. Was haben wir denn sonst noch so für Bildchen? Die sehen schon ein bisschen klassischer aus hier. Gefällt mir besser, ehrlich gesagt. Das kommt mir bekannt vor. Ich weiß nicht, von wem das ist oder wo das ausgestellt ist, aber es kommt mir bekannt vor. So, was mache ich jetzt aber, ist die Frage. Ach so, ich könnte natürlich mal die Tür gegenüber probieren. Die ist auch zu. Okay. Dann weiß ich jetzt nicht, wo es weitergeht. Es könnte natürlich sein, dass wir einfach auf der anderen Seite mal... Ach so. Oder wir probieren es hier unten. Auch nicht. Sam, wo bist du hingelaufen? Sam, wo bist du hingelaufen? Komm noch wieder raus. Ich finde dich doch sowieso. Aha. So, hier ist keiner. Okay. Dieser verwinkelte Aufbau gefällt mir aber überhaupt nicht, ehrlich gesagt. Auch keiner. Gut, dann gehen wir hier drüben lang. So. Auch keiner? Aha. That's strange, I guess. So, ich muss mich kurz im Kopf kratzen. Sind alles richtige Kunstwerke, glaube ich. Ich weiß bloß nicht, wo die normalerweise hängen. Sicherlich nicht hier. Ja, egal. Soll uns jetzt nicht interessieren. Bin auch nicht so der Kunstkenner und Liebhaber, wie auch immer. Aber das hier ist nichts. Hier ist gar nichts. Hier muss ich gar nicht lang. Und die Frames sind schon wieder irgendwie am Rumspacken. Ich glaube, es könnte daran liegen, dass der Laptop einfach schon ewig läuft. Da hilft dann wahrscheinlich selbst der externe Lüfter nicht mehr. So, jetzt geht's wieder. Schön. 52 Frames. Das sollte uns genügen. So. Dann schauen wir mal hier drüben. Vielleicht geht's ja dann ja auch auf. Ja, hier geht's auch auf. Ach Gott, leck mich doch. Warum? Warum? Oh, gut. Und der da? Willst du auch noch kommen, mein Freund? Ja, wo ist er hin? Er ist bestimmt zur Seite gegangen. Genau, ich habe mich durch teleportiert in einem Moment, in dem du nicht aufgepasst hast und bin da links, rechts neben dich gegangen. Sehr schön. Was hat er denn gerade getroffen? Er hat seinen halben Stuck runtergeholt. Du Arsch. Gerade im Augenwinkel bloß gesehen. Pissgesicht. Verfluchte Ratte. Meine Güte, wie viele denn noch? Ja, komm raus, wenn du dich traust. Arschloch. Mann, Mann, Mann. Wie viele sind denn hier noch? Hallo? Noch jemand anwesend? Dieses Geknarze auf dem Boden finde ich auch spitze. Knarz, knarz. Ich weiß auch ehrlich nicht, wie weit es noch ist. Ich meine, ihr seht ja eh alles gleich aus. Von daher kann ich mich da auch nicht mehr dran erinnern. Ich hoffe bloß, uns kommt niemand... Aha. In den Rücken gelaufen. Du Arsch. Arsch, Arsch, Arsch. Läuft ja auch noch zu weit für meine, für meinen Hinterhalt. Ja. Glaubst aber auch bloß du. Trottel. Sorry, aber das war wirklich trottelig. Er kommt raus und lädt nach. Und um mich noch mehr einzuladen, kommt er noch ein Stück weiter raus.
drüben ist einer. Sam! Sam? Was? Wo ist denn Sam? Ich sehe keinen Sam. Oh Gott! Kommt mal rüber, bitte! Hey, ich will euch was zeigen! Der kommt auch noch. Na komm schon. Komm schon, komm schon, komm schon. Ich weiß, dass du da bist. Schön die Waffe im Anschlag lassen, Tommy. Er muss hier irgendwo sein. Ja, er ist auch da. Was macht der? Breakdance! Music is what we're living for! So, jetzt nehme ich aber, glaube ich, mal die Pumpgun. Was zum Henker? Warum schießt du denn nicht? Was machst du denn? Oh, ich könnte kotzen. Was soll denn die Scheiße? Oh Mann, das gibt's doch gar nicht. Also passt auf, Leute. Ich weiß, welche Stelle das war. Wir werden genau bis zu dieser Stelle uns jetzt nicht wiedersehen. Und dann schalte ich euch wieder zu, damit ihr jetzt nicht alles doppelt sehen müsst, weil es ja ewig dauert einfach. Ja, und demnach bis gleich. Oh, ich könnte kotzen, ey. Sowas Blödes. Bis gleich.